Ich glaube, am besten lässt sich das so begründen. Eine Kampagne ist wie eine große Reise. Man muss sich vorbereiten, ganz klar. Aber die besten Reiseerlebnisse entstehen dann, wenn man es schafft, unterwegs sich auf Neues einzulassen, aktuelle Trends in einer Stadt aufzunehmen, etc. Kleine persönliche Geschichte. Ich war vor etwas mehr als 2 Jahren in Asien unterwegs, habe mir auch zur Vorbereitung ganz klassisch einen Lonely Planet gekauft. Als ich in Asien war, habe ich den nach 2 Wochen weggeworfen. Das Ding war veraltet, alle Tipps waren nicht mehr aktuell. Die wirklich spannenden Dinge, die habe ich in den Cafés, auf Twitter, auf Foursquare und TripAdvisor zusammengesucht. Lonely Planet raus, iPhone aktiv genutzt, in Kombination mit all diesen Apps und Daten, wo man eben aktuelle Tipps kriegt. Und so ein bisschen ähnlich ist das mit einer Kampagne. Man muss es schaffen, zwar ganz klar mit einem Plan loszurennen, aber unterwegs immer wieder sich umzuschauen, auf aktuelle Ereignisse, Trends, Gespräche einzugehen. Wenn man das nicht schafft, dann wirken Kampagnen heute nicht mehr. Wir messen und analysieren drei Hauptbereiche. Ganz grob, was diskutiert die relevante Öffentlichkeit, welche Themen, Medienberichte etc. Dann, was bewegt aus unserer eigenen Kampagne, das heißt, welche Postings, welche Blogposts, welche Anzeigen bewirken am meisten, werden am meisten diskutiert, geteilt, geliked. Und wir beobachten natürlich auch dasselbe auf der Gegenseite, also welche Inhalte, welche Aktivitäten der Gegenseite bewegen am stärksten. Die Wirkung unserer eigenen Inhalte, also der Inhalte unserer Kampagne, die messen wir vor allem mit Website Analytics, mit Social Analytics und natürlich auch mit den Ad Analytics. Das heißt, wenn wir Werbungen schalten, Facebook ist ein gutes Beispiel, ein sehr effizienter Werbekanal, der aber eben gleichzeitig nicht nur Werbung ist, sondern auch Marktforschung. Das heißt, mit jeder Ad-Kampagne auf Facebook lernen wir wieder extrem viel darüber, welche Segmente unserer Zielgruppen auf welche unserer Kampagneninhalte wirklich reagieren. Unser Team arbeitet eigentlich nach 4 Leitsätzen. Das sind 4 Dinge, die wir uns zu Herzen nehmen in jeder Kampagne. Das eine ist ein datengetriebener Approach. Alles, was wir tun, ist datengetrieben. Das zweite ist das richtige Team, dass man die Data Geeks mit den normalen Experten zusammenbringt, die das Themenverständnis haben. Dann die richtigen Tools, dass man wirklich die Tools einsetzt, die tollen Insights generieren. Und dann die Prozesse, dass die Insights, die basierend auf den Daten generiert werden, möglichst schnell in die Kampagnenorganisation gelangen. Der datengetriebene Ansatz, da orientieren wir uns entlang einer Kette. Wir beginnen bei Information, daraus generieren wir Insights. Basierend auf den Insights generieren wir Ideen. Basierend auf den Ideen generieren wir Inhalte. Die senden wir in die richtigen Kanäle und messen den Impact. Unter Leitung von Thomas Bessmer, unserem Chefanalysten, generieren wir eigentlich für jede Kampagne gleich zu Beginn eine KPI-Scorecard. Wir definieren die Datenpunkte, die wir regelmäßig messen und an denen wir auch kontrollieren, wie gut unsere Kampagnen funktionieren. Diese Insights, die fließen direkt in die Kampagnenorganisation zurück. Wir haben hier in Zürich einen Digital Campaigning Room aufgebaut, ein Zimmer, wo wir auf den Screens laufende Kampagnen abbilden können, wo die Brainstormings dann nicht mehr aus dem Bauch raus gemacht werden, sondern man sieht die Daten, man sieht die Gespräche, man sieht die SEO-Insights, man hat alles gleich immer auch präsent. Es gibt 3 Tools, die wir in jeder Kampagne einsetzen. Eines ist Brandwatch, das nutzen wir dazu, um zu messen, über was wird geschrieben und über was wird diskutiert im Netz. Dann haben wir eine Toolbox für Suchmaschinen-Insights. Mit dieser Toolbox, die nennt sich Moz, mit dieser kriegen wir Insights, wonach die Schweizer Bevölkerung sucht. Dann haben wir ein drittes Tool, das nennt sich BSD Tools, das ist ein digitales Campaigning Tool. Und das generiert uns eigentlich Insights dazu, welche Menschen in unserer Kampagne die aktivsten Mitcampaigner sind. Ich habe mehrfach betont, wie wichtig es ist, dass die Insights
möglichst schnell in der Kampagnenorganisation weitergeleitet werden. Auch dafür nutzen wir Tools. Wir setzen in erster Linie auf die Collaboration-Plattform Podio.